Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du in Fusion 360 ein neues Werkzeug, also einen Fräser, anlegst, sodass du ihn immer wieder verwenden kannst. Um ein Werkzeug, also einen Fräser, zur Fusion Werkzeugbibliothek hinzuzufügen, brauchst du natürlich jetzt erstmal den Fräser vor dir oder zumindest die genauen Angaben zu den gesamten Abmessungen des Fräsers. Manchmal kriegt man das als Datenblatt beim Fräserkauf dazu oder auf der Webseite, wo du den Fräser bestellst, gibt es eine solche Zeichnung. Jedenfalls brauchst du jetzt gleich ganz viele Abmessungen. Das solltest du jetzt also gleich am Anfang des Videos bereitlegen, sonst kann es gleich nicht weitergehen. Wir wechseln jetzt in den Arbeitsbereich Fertigen. Hier können wir nun den Fräser hinzufügen über die Werkzeugbibliothek. Wir klicken also hier auf die Werkzeugbibliothek. Sollte dieser Button nicht sichtbar sein, dann ist er unter Verwalten Werkzeugbibliothek. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit hierher. Das ist, wenn man während des Fräsvorbereitungsprozesses einen Fräser anlegt, aber man landet genau auf demselben Fenster. Deswegen kann ich es jetzt hier zeigen und es passt auf beide Arten. Zunächst mal ist jetzt hier alles ausgewählt und dann sehe ich schon ganz viele Fräser. Fusion bringt eine Bibliothek von verschiedenen Fräsern mit. Die klappe ich jetzt hier mal zu, dass die aus dem Weg ist. Und dann gibt es hier Dokumente, Cloud und Local. Dokumente sind die Fräser, die ich in den offenen Dokumenten, die jetzt gerade offen sind, angelegt habe. Cloud bedeutet, dass die Fräser in der Fusion Cloud gespeichert werden und Local bedeutet, dass sie bei mir auf dem PC gespeichert werden. Solltest du den Cloud-Eintrag hier nicht sehen, dann kannst du ihn in der Regel aktivieren. Du musst dazu hier nochmal schließen und dann hier oben auf dein Profilbild, auf Voreinstellungen und dann hier in dieser Liste auf Fertigen und dann muss hier bei Cloud-Bibliotheken aktivieren das Häkchen gesetzt sein. Diese Cloud hat den Vorteil, dass du diese Fräser dann überall zugänglich hast, wo du an Fusion arbeitest. Wenn das auf verschiedenen PCs oder anderen Geräten ist, dann ist es sehr praktisch, das in der Cloud zu speichern, weil du dann nicht überlegen musst, ob du den Fräser auf dem richtigen Gerät gespeichert hast. Deswegen speichere ich meine Fräser eben in dieser Cloud. Wir legen einen neuen Fräser an. Wir gehen hier auf diesen Untereintrag, der trägt hier meinen Namen, bei dir wahrscheinlich dann deinen Namen und dann klicken wir hier oben auf Plus, hinzufügen und dann müssen wir die Art des Fräsers aussuchen. Das ist jetzt hier in dem Fall ein Schaftfräser. Nun können wir ihm einen Namen geben, da nennen wir ihn halt so, dass wir ihn wiedererkennen. Ich nenne ihn jetzt mal Schaftfräser 3 mm. Und dann könnte ich hier jetzt noch Zulieferer, Produkt-ID, also sowas wie eine Bestellnummer und einen Produktlink hinzufügen. Das macht es dann leichter, wenn ich ihn später vielleicht nochmal nachbestellen muss, damit ich gleich weiß, wo ich ihn her habe und wo ich ihn wieder nachbestellen kann. Dann wechseln wir hier oben zu Werkzeug und jetzt müssen wir eben verschiedene Maße angeben. Es ist hier ein Schaftfräser, wir wollen die Einheit in Millimetern angeben und hier bei der Anzahl der Schneiden müssen wir schauen, was eben unser Fräser für eine Schneidenanzahl hat. Meine hat jetzt hier eine 2, also 2 Schneiden. Das Material HSS, das könnte ich auch noch angeben. Das ist allerdings in der Regel nicht so wichtig. HSS passt jetzt in meinem Fall. Dann kommen hier unten bei Geometrie diese wichtigen Angaben, von denen ich vorher gesprochen habe. Mein Fräser hat einen Durchmesser von 3 mm und was das bedeutet, siehst du jeweils hier in diesem Bild nebendran. Das ist also der Durchmesser des schneidenden Bereichs. Der Schaftdurchmesser ist der Durchmesser des Teils, der im Halter steckt. Der ist bei mir eben auch 3 mm. Die Gesamtlänge ist eben die komplette Länge dieses Fräsers. Der ist bei mir 60 mm. Die Länge unter Halter ist das, was rausschaut. Das kann ein ungefährer Wert sein. Auf manchen Fräsern ist auch eine Linie drauf, an der man sieht, wie weit man den Fräser in den Halter stecken muss. Dann misst man eben von dieser Linie bis zur Schneidenspitze. Bei mir sind das jetzt hier 40 mm. Und die Schulterlänge ist der Bereich von der Schneidenspitze bis eventuell zu so einem Absatz. Dieser Absatz ist nicht immer da, in meinem Fall jetzt auch nicht, weil ja Schaft und Schneide gleich breit sind. Aber du siehst ja hier, wie das gedacht ist. Die Schneide endet in aller Regel vor dem Ende der Schulter. Bei mir ist jetzt das, machen wir zunächst mal die Schneide, die hat nämlich 10 mm. Und die Schulterlänge sind tatsächlich 30 und so habe ich diesen Fräser jetzt definiert. Hier drüben sehe ich nochmal so eine ganz allgemeine Vorschau, aber hier kann ich mir eben sehr gut nachvollziehen, wie ich diese einzelnen Daten ermitteln kann.
Am besten ermittelst du sie an deinem Fräser, wenn du kein Datenblatt hast, mit einer Schiebelehre oder einem sogenannten Messschieber oder einem sehr genauen Lineal. Hier oben kann ich jetzt noch weitere Angaben machen zum Schaft, zum Halter, das brauche ich jetzt alles nicht. Eventuell kann ich hier Schnittdaten eintragen, wenn ich zum Beispiel mit diesem Fräser ein Datenblatt erhalten habe, in dem zum Beispiel drinsteht, was eine gute Schnittgeschwindigkeit für verschiedene Materialien wäre. Das kann ich beim Fräser hier eintragen. Das muss allerdings nicht immer passen, denn wenn ich zum Beispiel mit dem Fräser Holz oder Kunststoff fräse, müsste ich unterschiedliche Schnittgeschwindigkeiten wählen. Insofern muss ich die unter Umständen sowieso später nochmal anpassen an das gefräste Material. Trotzdem solltest du wissen, dass wenn du Schnittdaten zum Fräser dazu bekommen hast, dann trägst du sie hier ein. Beim Postprozessor, da geht es zum Beispiel darum, wenn man einen automatischen Werkzeugwechsler hat, dann könnte man hier die Position des Fräsers eintragen und so weiter. Brauche ich jetzt hier auch nicht. Ich klicke auf Akzeptieren und dann ist mein Fräser in dieser Liste. Wenn ich die Reihenfolge nicht mag, könnte ich die Reihenfolge hier ändern, sodass ich zum Beispiel den ich am häufigsten brauche, immer hier oben sehe. Aber das stört mich jetzt hier nicht. Hier rechts in diesem Fenster ist noch ein Filter, das heißt, ich kann, wenn ich viele Fräser habe, hiermit die Auswahl begrenzen, um nur bestimmte Fräser zu sehen. Das kann hilfreich sein, wenn es eben viele sind. Ansonsten werde ich jetzt hier schließen und ich habe den Fräser nun in meiner Werkzeugbibliothek drin und ich finde ihn genau dort auch wieder, wenn ich beim Fräsen vorbereiten eben mein Werkzeug auswählen soll. Wie man das macht, siehst du in dem eigenen Video Fräsen vorbereiten. Nun viel Erfolg beim Ausprobieren.